Hallo und herzlich willkommen hier im LS22 im Multiplayer auf der Camp Crossing. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge unseren Fahrer rübergeschickt zum Komposter anliefern. Ja, jetzt habe ich mir, beziehungsweise Abholung, jetzt habe ich natürlich am Komposter noch ein paar Wege eingefahren, sodass wir auch anliefern könnten mit Schüttgut und mit Ballen. Ja, dann wollte ich jetzt hier wegfahren und dann sehe ich, ja, das passt sich auch alles noch nicht. Das müssten wir auch noch hier entsprechend anpassen. Unsere Strecken, was wir schon mal gemacht hatten, damit wir hier beim Ballenlager anliefern können. Einmal würde ich am liebsten einen Anlieferpunkt setzen, so dass wir dort zwischen den Teilen ins Lager reinfahren. Müssen wir halt hier die Strecke alles noch mal ein bisschen neu machen. Ne? Ich würde sagen, wir löschen erstmal, also die Punkte möchte ich schon erhalten. Die werden wir dann bloß wieder einbauen. Aber ansonsten können wir ja einfach mal die Strecke rauslöschen. Hier tun wir mal das Stück löschen. Das müssen wir neu machen. Und da brauchen wir jetzt nachher nochmal einen Hilfspunkt. Ach ne, Quatsch, den brauchen wir nicht. Das Stück können wir auch nochmal löschen. So, und ich glaube, wenn wir jetzt das Stück löschen, dann geht der ganze Abzweig weg. Genau. So, und das hier vorne werden wir erstmal lassen. Das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß jetzt gar nicht. In Einzel müssten wir vielleicht mal ein paar Strohballen auslagern, wo die dann rauskommen. Dass wir dort vorbeifahren können. Dann hier ist es natürlich platzmäßig, müssten wir aber noch auskommen, dass wir hier vorbeifahren. Zwar jetzt nicht rechts vor links, sondern links rechts, ne? Weil wir könnten ja auch rechts noch lang fahren, oder? Das können wir auch machen. Dass wir hier wirklich abzweigen. Das ist eigentlich, glaube ich, fast egal. So, zeichnen wir hier oft, machen natürlich Nebenstrecke, ist klar. Und dann hoffentlich ins Ballenlager dort treffen. Wenn jetzt die Strecken sich alle kreuzen, das ist mir soweit auch bewusst. Ne? Aber das geht nun mal nicht anders. Weil ich weiß nicht, ob wir den Wahnsinns Fahrverkehr dann hier immer haben. Das kann ich alles nicht sagen. So, hier müssen wir natürlich gucken, dass wir dann hier wegkommen wieder. Aber selbst mit einem beladenen Gespann sollte das hier, oder einem leeren Gespann sollte das nicht das Problem sein. Sollten wir vorbeikommen. So, das müsste hier reichen. Das sollte schon reichen. Den führen wir dann nach dort. Den nehmen wir hier noch ein Stück raus. Das passt soweit. Dann müssen wir natürlich noch einen Abgabepunkt einbauen. Den werden wir ganz einfach hier dazwischen tun. Ah, doch, hier so. Hier vorne hin kann man tun. Von da nach da, das löst man auf. Das hier löschen wir natürlich einfach weg. Und schon passt das. So, und was abgeben, müssen wir wirklich gucken. Müssen wir ein paar Ballen auslagern hier. Strohballen haben wir 19 Stück drin. Die lagern wir mal alle aus. Die können wir dann wieder reinschieben. Nur um zu sehen, wie er sie lagert. Okay, hier vorne. Weil ich weiß nicht, wie groß der Trigger dann ist, ne? Das ist, wenn wir jetzt wieder welche wegtun. Ups, das war natürlich ungünstig. Weil ich wollte eigentlich hier den Platz mal blockiert lassen. Ich weiß nicht, ob er uns drauf tut. Oder Stroh 4. Ah, die tut in der Reihe davor. Okay. Mal gucken, ob wir hier noch mehr. Ja gut, die würden dann wieder übereinander stapeln. Obwohl, ne, er tut sie nicht mehr übereinander dann. Wir tun noch mal welche rein. Ich will eigentlich nur sehen, wie er die Fläche benutzt. Weil er stellt sie uns ja nicht auf vorhandene Drop, wie wir eben gesehen haben. Da müssten wir eigentlich hier gut sehen. Nee, nicht nochmal greifen. So, nochmal 10 Stroh. Er haut sogar noch eine vierte Schicht davor. Nochmal welche einlagern. Ich weiß nicht, oder sieht man den Trigger? Ist das jetzt Quatsch, was ich mache? Ne, den sieht man ja nicht. Ne? Den Auslagertrigger, den sieht man komischerweise nicht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Da bin ich auch frag. Zack. So, mal gucken, ob er uns die wieder raustut.
So, 6 Stück. Die passen natürlich alle hier vorne hin, das war natürlich klar. Das sagt er jetzt, kein freier Platz, oder wie sieht das aus? Ah, es gibt nicht genug Platz. Also das ist der Abholtrigger dann. Also müssen wir hier einen Punkt einfahren, dass wir hier stehen irgendwo. Also können wir hier vorne relativ nah ran, würde ich sagen. Sollten wir schon hier so stehen. Wenn es dann durchs Fahrzeug blockiert wird, hat er immer noch genug auszulagern. Ich weiß nicht, ob wir die letzte Reihe schon gegriffen kriegen hier mit dem Autoload, aber das wird sich zeigen. Ne? Wir gucken mal, dass wir das Ganze ja anpeilen. Mal ein bisschen kleiner machen, dass ich sehe, wo die liegen. Ja, das passt so. Ja, und dann müssen wir eben hier rum. So, das sollte reichen. Wir werden mal das hier noch ein Stück weiter hoch verschieben. Und dann sollte der hier passend sein. Oder? Ne, wir machen hier noch ein... Wir klauen jetzt hier noch einen Punkt dazwischen. So sollte das einigermaßen passen. Der hier kann noch weg. Und den hauen wir hier hin. Trecker, Anhänger. Na, ja, das müsste so gehen. Zur Not können wir es immer noch ein bisschen verschieben. Wenn nicht, wenn dann die Ernte losgeht, dass wir dann hier total wieder in Stress verfallen. Noch haben wir Zeit für solche Sachen, ne? Und noch müssen wir eigentlich Geld ausgeben, denn wir wollten ja noch Geld ausgeben für Produktion oder irgend sowas, ne? Das ist, glaube ich, immer gut. Boah. Was nun? Warum klickt das zweimal? So, zack. So, natürlich müssen wir hier noch einen Abzweig machen, dementsprechend. Setzen wir dort an. Den ziehen wir auch bloß so rüber hier. Aber das sind eben zu viele Punkte. Das ist eben ein bisschen unglücklich, finde ich. Also da macht... Sicherlich ist das eine schön ausgeformte Kurve, was der Autodrive macht. Aber die heizen dann mit so einem Speed rum. So, und hier brauchen wir eigentlich nur hier machen wir nur zwei. So, das sollte so reichen. Meine, er fährt zwar dann hier ganz schön zickzack, aber gut, lassen wir mal. So, jetzt müssen wir natürlich noch probieren, ob unser Abgabetrigger überhaupt bei den Kompost verpasst, was ich da gemacht habe. Und dann müssen wir theoretisch mal noch sortieren, ne? So, hier, die schieben wir mal elegant einfach bloß wieder rein, hier. Oh, ist der Trecker so schwach oder was hier? Wir brauchen größere Traktoren. Und dann ist ja gleich das Geld alle, ne? Eine andere Option, was man noch überlegt hatten, war natürlich ja, Kredit ablösen und dann nochmal richtig einen Kredit aufnehmen. Also richtig viel, aber der ist einfach zu schwach, hier fünf Ballen zu schieben, ja. Achso, da ist eine Kante hinten, ne? Die kriege ich selber auch nicht geschoben.
würde ich sagen, oder? Jetzt hänge ich auch fest. Hier unten ist wahrscheinlich eine Kante. So, alles drin. Passt. Für Gewicht wieder hoch. So, jetzt werden wir hier mal noch ausladen probieren, ob das funktioniert. So, ja, einmal auf den Kurs gestellt, dass er nicht zu lange suchen muss. Und dann fahren wir, naja, Standardorten wird immer länger hier. Ich will mich unbedingt sortieren hier. Den können wir gleich mal mit runternehmen hier in den Hof rein. Ja, der schreibt sich unten rein, das ist so richtig. Also ich habe noch einen Parkplatz zwischen den Silos gemacht, dazwischen, wo die Waage ist. Dass man da vielleicht mal einen hinschicken kann und kann dort was ja, erledigen. So, wenn man manuell hier hinten mal einen braucht, weil hinten ist ja sonst kein anderer Antrieb und gut, Komposter und so dergleichen, ne? So, Anlieferung Schüttgut. Ach, Heizkraftwerk. Ach so, genau, das Heizkraftwerk, das können wir auch gleich wegsortieren. Das ist ja in Produktion Hafen Nord. Da, wo unser Sägewerk ist, genau, Heizkraftwerk. Was haben wir noch eingefahren? Wir haben doch dort noch die Holzkohleproduktion. Das muss mit hier rein. Wasser. Da müssen wir noch den Hydrant setzen. Den habe ich mit drauf als Mod. Noch gar nicht angeguckt, aber... Ach hier, Sägewerk, Kleinabholung. Sägewerk, klein an... Jetzt haben wir es angeklickt. Mann. Sägewerk. Weiß nicht, was das ist. Sägewerk. Ist immer noch da oben drin. Zack, bitte. Kann es nicht verschieben. Geht nicht. Keine Ahnung, geht nicht. Weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Kann es nicht mehr verschieben. Nur Sägewerk war doch anderer. Beton, es ist alles drüben. Hofkomposter müsste in Hofordner. Hof geht auch nicht. Geht nicht. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich aber Steinmühle-Anlieferung. Die will ich nicht. Ohne dass ich was mache, klickt das. Weiß ich nicht, was das soll. Kann ich jetzt nicht sortieren, geht nicht. Komposter. Anliefern Schüttgut. Dort wollte ich hin, wollte ich probieren, ob das hier geht mit Ausladen. Oder ob wir den Punkt noch weiter nach hinten setzen müssen. Weiß ich auch vorhin schon, wenn ich einmal draufklicke, dass das so zweimal klickt, dann irgendwie... Weiß ich nicht, ob es meine Maus hier einen Geist aufgibt, dass die Batterie leer wird. Das ist natürlich auch möglich. Dass die praktisch die Verbindung nicht hält, sozusagen, wenn ich die Maustaste gedrückt halte. Muss ich nachher mal gucken.
meine, ich habe zwar hinten noch einen Punkt eingefahren, wo man auch Ballen hinbringen könnte. Die müsste man natürlich manuell abladen, das ist klar. Aber so hätten wir wenigstens die Chance, hier auch mit dem Ladewagen sonst anzuliefern. Ich meine, es passt ja nicht so übermäßig viel rein, ne? Geht leider nur alles rückwärts, ne? Auch die Abholung geht alles noch rückwärts hier. Aber der Platz ist ja da, noch 16 Fahrkarte. Hoffe ich mal. Ach, er will gar nicht bis hinter, ne? Okay. Gut, dann kann hier weiter verarbeitet werden. Das passt. So, hier können wir ausmachen, Streckennetz. So, müssen wir mal gucken. Ich wollte nämlich hier noch Barriere verladen. Beziehungsweise gucken wir als erstes mal. Wir müssen noch mal schauen an der Brücke. Brücke 05. Wie viel Barriere schon hergefahren ist. Bisschen was. Ach, 20.000 Liter hat man erst da. Ui, da müssen wir noch ganz schön viel herfahren. Weil theoretisch haben wir alles zusammen. Wir brauchen 80.000 Liter Barriere. Und ich glaube, wir haben doch, hatten sie jetzt zu viel drin, oder? Hat man schon zu viel im Lager oder habe ich mich jetzt getäuscht? Ja, genau. Wir haben 92.000. Also 92 Paletten. Haben wir. Und haben wir auch 50.000 Rohre. Ui, die haben wir natürlich locker zusammen. Ne? Und 10 Goldbarren. Ja. Will ich das Geld einfach so rum. Müsste man abdecken, ne? Und auch normale Platte. Auch 180.000, okay. Was wir auf jeden Fall ja machen werden, einen Zement wieder mit anstellen. Den hat man ja ausgestellt. Weil das ist ja hier nur eine... Es ist ja... Treppe ist so schmal. Das ist ja nur eine Y-Produktion. Wir haben die Blöcke. Und die Platten haben wir alles ausgestellt. Ne? Wir produzieren natürlich dann nicht mehr allzu viel, wenn wir es anstellen. Ne? Aber wir brauchen definitiv wieder Zement, würde ich sagen. Die machen wir auf alle Fälle an. Dann kriegen wir bloß noch 1000. Ich weiß nicht, ob wir Barrieren noch brauchen in der nächsten Produktion. Ist eben so eine Sache. Blöcke und Steine. Wir machen erstmal bloß ein Zement an. Weil die anderen müsste ich auch gar nicht. Ach doch, die kommen dann weg. Die kommen weg. Hier hinten müssen wir dann noch Förderband bauen, wenn wir auch noch die Betonblöcke anschalten. So, wir werden mal hier auslagern. Ja, zack. Ja, kriegt natürlich keine 25 hin, ist klar. Ich krieg auch nur 10 Stück weg. Wir gucken mal, dass wir dann noch ein paar oben drauf tun. Und ich krieg nur... Ach doch, er lädt sogar doppelt. Okay. Wie viel habe ich jetzt? 16. Wusste ich gar nicht, dass er doppelt lädt. Seit wann das? Oder gab es vor den Trailer? Nee, vor den Trailer, der ist ja nicht im Pack mit drin, ne? Ja, die stapeln wir noch hier hinten auf. Weil es gab für verschiedene Mods, gab es ja am... Ja, ich hatte am Sonntag geguckt, gab es wieder ein Update über einen Map-Folder-Switcher natürlich, ne? Hatte ich gesehen, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht. Nee, der Trailer ist ja separat, ne? Also das kann da nicht mit dabei gewesen sein. Aber natürlich, wenn man 20 fahren könnte, ist das schon mal nicht verkehrt. Ne? So, mal kurz einen Gurt dran machen. Dann gucken wir mal, dass wir noch zwei oben drauf gestellt kriegen.
bei der Entfernung lohnt sich das schon, wenn wir die noch hier per Hand mit zuladen. So, gucken, dass wir die einigermaßen gerade drauf. Na, nicht runterspeisen, die andere. So, das können wir so gelten lassen. Oh ja, wird schon nicht abhanden können. So, Brückenbaustelle 5. Halt, Brückenbaustellen sind in Baustellen drin. Nummer 5. So, entweder fahren wir mit ihnen Rohr. Da brauchen wir auch 50.000. Denn von der Barriere werde ich hier nicht viel drauf kriegen. Ne? Wir lagern mal hier Paletten mit Rohr aus. Einfach. So, Goldbarren, Platte, Pipe. Einfach 25. Mal gucken. Die stellt er uns hier hin. Jedenfalls kriegt er nicht alle hin, okay. Ist auch nicht das Problem. Und dann gucken wir mal, was wir laden können. Ich meine, wenn wir 20 wegkriegen, wäre schon gut. 25 wäre besser, müssten wir mit ihnen hier zweimal fahren. Ne? Jo, mal drüber gefahren, haben wir jetzt flache Rohre. Ne, mehr macht er leider nicht. Alt, wie viel ist es? 12. 12. Das sind 24. Ne, wir müssen hier hinten auch noch zwei draufstellen. Da müssen wir mit ihnen auch noch oft genug fahren. Weil die Paletten hier, die können wir alle bloß mit einem Universal-Autoload laden. Mit, na gut, ich habe es nicht probiert, aber ich denke mal, mit dem Kögel wird es die nicht laden. Der lädt nur die Standardpaletten aus dem Spiel. So, wenn wir immer 12 und 13, dann müssen wir mit denen viermal fahren. Wir nehmen hier 14 mit. Und dann brauchen wir beim letzten Mal nicht ganz voll. Also noch eine Schicht stapel ich nicht drauf. Das ist mir dann auch. Aber hier so noch ein hinten dran, das geht schon. So, ebenfalls Brücke 5. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, wie lange er bis hin braucht. Zwölf Minuten. Also die kommen heute nicht mehr an in der Folge, ne? So, genau. Ja, wo bauen wir hier einen Wasserschacht hin, ne? Am besten vorne, also ich habe mir ein Pack mit drauf getan, ich habe es noch gar nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen. So, das ist hier von der Karte. Das sah jetzt so komisch aus. Wo wird denn das sein? Bei Container oder bei Tools? Bei Tools ist es wahrscheinlich nicht. Müsste es ja eigentlich bei Container sein, oder? Genau, hier sind verschiedene Hydranten, wo wir Wasser kriegen.
Wenn wir uns hier vorne ein mit hinsetzen, finde ich das gar nicht so falsch. Und den hier hinsetzen. Wir planieren wir hier erstmal noch ein Stück. Warte mal, wir fahren erstmal hin. Ja, 16 Uhr im Januar wird schon dunkel. Hier vorne haben wir einen Anlieferpunkt fürs Holz. Ne? Könnten wir uns aber locker hier den Punkt machen. Hier vorne Wasser zu laden. Dort hinten würde ich ihn nicht hinmachen. Oder wir machen ihn an das Gewässer hier drüben. Bei uns gehört das theoretisch bis zum... Also hier das ganze Grundstück. Das haben wir ja gekauft. Ja, drüben könnten wir es auch hinmachen. Das hätte mir auch noch gefallen. Klar, machen wir auch. Wir machen das hier drüben hin. Oder haben wir noch ein anderes drin? Die sind alle... Das sind alles bloß Hydranten. Oder rot, gelb. Das ist so einer, der offen ist. Hier so einen roten machen wir hin. Zack. Wasserschild nach vorn. Den setzen wir hier hin. Also sogar ein bisschen das Gelände angeglichen, aber das ist egal. Und wir fahren uns hier Strecke ein. Das von Trigger. Kann man ja mit dem Boot Holz anliefern oder was? Ah, wahrscheinlich mit der Fähre, ne? Würde ich jetzt fast denken, oder? Ja, das ist ein großer Trigger. Wahrscheinlich kann ich mit der Fähre dahin fahren. Dann kann ich am Sägewerk drücken und Holz anliefern. Ist ja nicht ganz verkehrt. So müsste der Winkel passen. Machen wir das grün. Das ist eigentlich fast egal, oder? Weil der Weg wäre dann sowieso länger. Da fährt hier sowieso keiner lang, oder? So, den ziehen wir natürlich hier rüber. Das können wir ja ruhig großzügig machen. Ich meine, ich weiß nicht, ob man hier was hinbauen könnte, würde oder... Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier Wasser kriegen, dann, wenn wir hier nah genug ranfahren. Also das würde erstmal gehen. Da setzen wir mal hier in Punkt. Das Ganze nennen wir. Wie nennen wir das Ganze? Am besten. Hafen Nordwasserladen.
Wir fahren auch hier raus. Er klickert wieder zweimal. Ich weiß nicht, ich klicke einmal drauf und es klickt zweimal wieder. Wird hier wirklich meine Maus leer? Die leuchtet zwar noch nicht rot, aber irgendwas funktioniert ja nicht richtig. So, falsch, so rum bauen. Wo waren sie jetzt, die Erde? Drüber getackert. Hier. Die hier ist es, oder? Genau. Es sollte reichen als Weg. Brückenbaustelle ist einer angekommen. Das werden wir uns aber alles erst in der nächsten Folge angucken. Am Freitag nehme ich. Und am Freitag testen wir dann gleich mal hier, ob der Kurs funktioniert, was wir uns hier eingefahren haben. Also sagen wir vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.